So. 4 Punkte. Verstärkt den Endtreffer von manchen Combo-Attacken. Ja, warum nicht? Ich habe keine Ahnung, was das ist. So, wiederhergestellt. Wunderbar. Und natürlich sind die Gegner auch alle wieder da. Mami! Braves Pferdchen. Au! Alter, er hat so Schiss vor diesem Rotzvieh gehabt. Warte mal, hier war ich doch, oder nicht? Au! Da liegt noch ein Mensch. Da muss ich lang. What the fuck? Oh, schon wieder so ein Hotte Hü. Aber warum kannst du die Granate nur auf den Boden werfen? Ist doch dumm. Später, du Rotzhotte, ey. Okay, ganz viele Elemente. Hier kann ich auch noch mal rein. Mother Bear, unser Leuchtfeuer der Hoffnung, unsere Prophetin. Hast du uns vergessen? Bitte rette uns vor dem, was in Native ist, bevor ich meinen verdammten Glauben verliere. Tja. Transportgerät zu kommen. Sehr schön. Ja, ich will aber trotzdem noch mal hier hinten hin. Ich glaube, da kann ich noch was. Nee, da war ich schon. Okay, verstehe. Dead ass, dead shiny little ass. Alles steht unter Wasser. Ich weiß. Aber es ist der einzige Weg. Na gut.
Hinten ist noch ein Mensch. Oh, wir müssen tauchen. Ich habe gerade das Funksignal einer neuen Einheit empfangen. Das Eve-Protokoll beginnt. Die Engel des Todes steigen von der Kolonie herab. Sie befreien die Erde von den Natibars und retten uns. Mother Spears Erlösung ist nah. Ich bin dankbar, dass die Hölle so. Ich bin dankbar, diese Hölle so lange ausgehalten zu haben. Ich glaube, das ist ein Gamma-Zeichen, ne? Gamma, Beta. Ich habe keine Ahnung, was dieses Zeichen mit dem U ist. K. Ich weiß es nicht. Sag ich ganz ehrlich. Hier noch irgendwas. Nee, okay. Oh Mann, ich will nach oben schwimmen. Theoretisch hätte ich auch die Tipps nehmen können. Also, ja. Aber ich mach's halt lieber per Handschrift Notizen. Dieses Buch. Das ist mein Gaming-Notizbuch. Das ist so alt. Die ersten Notizen, da hatten sie noch, da hast du noch einen Vergleich gehabt zu der 69er CC-Rüstung aus Florencia und der 77er Gladiatoren-Rüstung. Was anderes gab es damals noch nicht. Das höchste aller Gefühle war damals noch ein 81er Rezeptschwert. Da steht hier alles noch drin. Vergleiche. Wie viel Millionen EXP man für was, für welches Level braucht. Ich bin eigentlich manchmal ganz froh, dieses Notizbuch nicht komplett verunstaltet zu haben, sodass man den ganzen Kram noch ein bisschen nachlesen kann. So Erinnerungsnostalgie und so ein Gedöns. Also das Buch. Dieses Ding, dieses dicke Notizbuch hier, ist uralt. Hat bestimmt schon 6-7 Jahre auf dem Buckel. Pokémon-Codes für den Meisterball. Meine alte Gladi-Rüstung im Vergleich zu der 77er. Mit wem ich handeln wollte. Ah, damals gab es schon 89. Ja, dann kommt das 89er. M-Audio, der noch so und so viel Millionen Geld kriegt. Gut, 50 Gold. Gut, das sind jetzt Notizen von Scarlet Blade. Boah, die erste Hälfte fällt fast ab. Dann wieder GSM. Alter Schwede. Clash of Clans. Boah, das ist bestimmt schon 6-7 Jahre alt. Stimmt. Locker, wenn nicht sogar mehr. Es ist so alt, dass hier manche Füllernotizen gar nicht mehr sichtbar sind. Nur noch die mit schwarzer Tinte geschrieben sind. Da wollte ich noch 500 Mio haben. Habe ich sogar noch aufgeschrieben, wie viel AOE-Damage ich mache. Game Odyssey. Da habe ich noch für ein 100er Schild versucht zu kriegen, bevor sie mich alle rausgeschmissen haben. Gothic 2. Dragon Quest Heroes. Heilige Scheiße. Ah, stimmt. Damals hatte ich ja noch Dragon Quest Heroes gespielt. Shantae. Kurz Pel habe ich auch mal kurz gespielt. Gothic 2. Oh, zu Zeiten von meinem Gothic 2 Let's Play. Oh, das... Was? Ah, Pokémon Kristall Tagebuch. Stimmt, das war 2021.
Da habe ich noch Genshin Impact gespielt. Ja, das ist schon Horizon Zero Dawn. Okay. Kristall. Genshin Impact. Südlich die Strömung. Elaine. WH2. Achso, ja, das war Dingsbums. Bacon, Baumfrüchte. Stabiler Kiefernzaun. Was war das nochmal für ein Kraft-Test-Set? Achso, ja, das war Dingsbums. Das war noch Genshin Impact. Okay, Kanonen-Stuff, Sets. Scarlet Blade. Ja. Das waren meine Fragen, das war Black Desert, ne? Dann wieder Dingsbums. Battlefloor 2, Schlüssel. Okay. Scarlet Blade. Stranded Deep. My Time at Portia. Pokémon Pearl-Notizen sind hier auch noch drauf. Nochmal Florentia. Da habe ich meinen ersten PC geplant. Da wollte ich den für 2.500 € zusammenstecken. Ohne Grafikkarte, aber mit einem i9 12.900K. Ach ja, das waren noch Zeiten. Portia. Far Cry 5. Summer and Mara. Kraftbeeren, Perlen. Das war Harvest Moon. PlayStation 4 Games. Evelyn. Evelyn? 3A, verfluchtes Werk. Evelyn, zweiter. Das waren die ersten Notizen von Resi 7. Horizon Forbidden West. Ancora. Das waren auch noch Zero Dawn. Pokémon, da habe ich noch versucht, das perfekte Wesen und so ein Kram zu kriegen. Pichu, also alles, was um mein... Ja, das war doch schnell. Dann fing ich mit Hogwarts Legacy an. Der Rest war Animal Crossing. Story of Seasons. Hogwarts Legacy. Story of Seasons. Braune Farbe, Eisen, grüne Farbe, Zement. Was war denn das? Das war, glaube ich, nochmal was. War My Time at Portia. Kleine Harfe, Hermes-Statue. Das war. Phoenix Rising. Hauptball. Das war Dingsbums. Ja, da fing da jetzt fing die Pokémon-Karmesin-Dinger an. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist schon eine kleine. So eine kleine Odyssee, die mir sehr gut gefällt. Wenn ich halt an eigenen, wenn ich meine eigenen Notizen mal durchlese und mich an das ein oder andere Spiel erinnere. Hier geht's nach oben und hier geht's nach unten. Ich weiß nicht. Das ist der Grund, warum ich... Kann ich nicht normal hochklettern? Okay, hier von Zui noch einmal. Fanservice! Entschuldigung. Aber wir sind ja jetzt hier bei Stellar Blade. Fähigkeiten.
0. Okay, verstehe. Reparatur. Neue Funktion freigeschaltet. Okay. Verbesserung der Angriffskraft. Ja, hier kann ich nichts machen. Ja, Wollinger. Normalerweise wäre es ja eine coole Sache, wenn ich sagen würde. Wenn das Ding vollgeschrieben ist, ist ja bald. Müsste ich das an irgendeinen treuen Zuschauer verlosen. Aber so groß bin ich nicht. Wenn ich jetzt Gronkh wäre, ja, da würden sich die Leute um mein handgeschriebenes Notizbuch wahrscheinlich reißen. Abfolge Exposine, Stufe 2 in Höhe. Oh, ich glaube, das war richtig gut gerade, was wir hier gemacht haben. Ich will aber gleich nochmal in den Laden, ob ich nochmal irgendwas Adam, kaufen kann. Ich war ziemlich überrascht, dass ich dich getroffen habe. Warum? Weißt du, in der Kolonie sagt man, dass das Leben auf der Erde ausgelöscht wurde. Nun, ich kann verstehen, dass man das denkt. Aber schließlich kann Mother Sphere auch nicht alles wissen. Dann gibt es hier noch andere Überlebende, wie dich? Ja, aber man begegnet kaum welchen. Die Erde ist ja nach wie vor eher unbewohnbar. Kann ich eigentlich auch was kochen? So, Shop benutzen. Nein, ich habe nicht genug Kohle. Gut. Naja. Da wären wir. Wo ist das Transportgerät? Aktivier die Einschienenbahnsteuertafel. Ja, aber ich will hier nochmal runter. Weil ich das Gefühl habe, dass ich da noch was finden kann. Oh. Du musst den Code umschreiben, damit der Strom wieder fließt. Okay, das war interessant. Aber das, dass ich die 1 nach rechts gemacht habe, das war Zufall tatsächlich. Jetzt aktivier nochmal die Steuertafel. Das war tatsächlich purer Zufall. Ich hätte jetzt erst noch versucht, das irgendwie umzurechnen. Das gefällt mir. Das war okay. What the fuck? Sich auf uns zu. Keine Sorge, das ist nur die Einschiene. Diese alte Maschine ist unser Transportmittel? Ganz genau. Nach dir. Aber wo ist denn mein scheiß Suit? Ich würde gerne wissen, ob die wirklich auseinandergenommen wurde oder. Eve, stimmt etwas nicht.
Oh, ich habe mich nur an etwas von gestern erinnert. Diese Stadt ist so ruhig, so verlassen. Tja, so ist das, wenn in einer Stadt keine Menschen sind. Ah, die hebt den Zeigefinger. Ich dachte, die zeigt den riesen Mittelfinger. Was hast du vor, nachdem du den Alpha-Nativer besiegt hast? Nach Hause gehen. Alle Mitglieder des Landetrupps dienen einem einzigen Zweck. Wir alle existieren nur für die Mission. Du meinst die Auslöschung aller Nativers? Richtig. Du existierst also nur, um eine andere Spezies auszurotten. Ach, nicht gerade schön. Der soll nicht so rumholen, der Jammerlappen. Wir sind da. Steigst du aus? Ich bleib hier sitzen. Spiel ist jetzt vorbei. Eine Legionsschwadron umfasst etwa 220.000 Soldaten. Und die erfolgreiche Ausrüstung für ihre Aktivitäten. Die Legion 8 und 15 waren in Eidos 7 stationiert. Nach dem Untergang der Kolonie waren nur noch etwa 3000 Soldaten übrig. Ich frage mich, wie viel wohl dem morgigen Sonnenaufgang erleben werden. Ah, so kann ich die wiederholen? Okay. Aber ich will nicht zurück. Glaube ich. Da ist noch eine Kiste. Wenn du nicht spurst, kommst du in die Kiste. Der Nanosuit beeinflusst Eves Aussehen. Du kannst gefunden. Oh. Kann ich jetzt an Nanosuits? Ja, okay. So, Zui. Ich glaube, jetzt haben wir was. Hä? Nee, hä? Ich dachte, den habe ich jetzt gekriegt. Warum habe ich mein Dice Suit? Das war wohl mal ein Plaza. Ich würde gerne wissen, wo meine ganze Pre-Order-Scheiße hin ist. Aber jetzt steht er unter Wasser. Das Gute ist, du musst nicht ins Wasser. Zur Halle der Aufzeichnungen geht's da lang. Sag du mir nicht, was gut für mich ist. Objekt, Objekt, okay. Guck, jetzt haben wir wieder ein anderes Lied. Es hat nichts gebracht. Naja. Aktiviert ist aktiviert. Ne? Hier nichts. Oh, wenigstens ein kleines Secret oder so hätte ich mir hier gewünscht. Am besten hältst du dich vom Wasser fern. Sieht aus, als würde dort Strom durchfließen. Ha!
Schwesterchen, da fällt was vom Himmel. Haben wir irgendwelche Warnungen oder eine Bombe aus dem Orbit erhalten? Warnungen über eine Bombe aus dem Orbit erhalten? Berühmten letzten Worte. Das hat wehgetan. Ich soll dich vom Wasser fernhalten, hat er gesagt. Aber da unten ist noch ein Mensch. Au, 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 au. Ja, das war eine dumme Idee. Hier irgendwie rein? Nee, okay. Aber hier war noch irgendwie so ein... Da geht's rüber. Ah, schon wieder mehrere Wege. Naja, ich folge einfach mal meinem Instinkt. Mal gucken, er wird mich schon irgendwie hinführen. Nachricht. Alpha, Alpha. Super. Da ist noch ein Gegner. Okay. Ja, wenn das alles mal ein bisschen stärker ist, dann läuft es ganz gut. Okay, so schließt sich der Kreis. Nein, wieso hast du mich gekriegt? Ich war doch viel zu weit weg. Ah, dieser Lümmellurch. Nein! Boah, ich dachte schon, die springt jetzt ins Wasser, die Eule. Alpha, Alpha. Ich habe keine Ahnung, was das unten das ist. Yay, richtiger Zugangscode. Ein Kauf erledigt. So, aktivieren wir mal. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Weiß ich nicht. Neue Funktion freigeschaltet. Diving Suit. Den sollte ich eigentlich als Pre-Up bekommen.
Kann ich doch die Scheiße sammeln. Kinder geboren der sternklaren Nacht, aber wenn er nur das Aussehen ändert. Ich habe einen Skillpunkt. Nur gegen Gegner einsetzbar, die sich nicht im Kampf befinden. Ja, dann macht das in meinen Augen aber auch keinen Sinn. Erhöht die Menge der Wiederaufgeladenen bei erfolgreichen Einsatz von perfekter Abwehr. Einsetzbar, wenn der Gegner einen tödlichen Angriff ausführt. Stößt den Gegner weg. Oha. Okay, das lief doch ganz gut. Adam, triffst du oft auf Mitglieder des Landetrupps der Kolonie? Nein, eigentlich nicht. Ich war gestern nur zufällig in der Nähe. Ich habe noch nie ein so großes Landemanöver gesehen. Warum hast du mich gerettet? Keine Ahnung. Es hat sich einfach richtig angefühlt. Schwierig zu erklären. Es war ein kurzes, intensives Gefühl. Also ich finde den kurzen Zopf für das Kämpfen wesentlich besser. Und die Gegner sind alle wieder da. Boah. Wie man es von einem Profi erwartet. Oh komm, das hätte ich auch sparen können. Jetzt ist er aber ganz schön am Schleim der Lappen. Otnob. Wir sind hier bei Otnob. Eine neue Einheit soll von der Kolonie geschickt werden. Der letzte Krieg liegt schon ewig zurück. Motherfbi hat endlich unsere Bitten erhört. Der Tod soll diese Abscheulichkeiten erhellen. Ereilen möge unsere Erinnerung für immer fortbestehen. Mögen wir Erlösung finden. Ja, ich krieg wenigstens ein paar EP dafür. Jawohl, das ist doch mal Damage, den will ich sehen. Die Lücke ist zu groß dafür. Versuch mal zu springen und dann zu sprinten. Lol. Was sagst du, Arschloch, mir jetzt? Zu springen und dann... Ich weiß nicht, wie man da sprinten kann. Das erklärt sich in meinen Augen jeglicher Physik. Aber okay.
Alles scheint dem Untergang geweiht. Was? Ach, nichts. Nur Selbstgespräche. So. Da ist was. Okay. Ich hätte gedacht, das wäre ein Gegner. Ich brauche ein vierstelliges Passwort. Ein 1, 2, 3, 4. Noch ein Rätsel. Okay. Dieses Zeichen steht für Zeit. Könnte das mit der Turmuhr zusammenhängen? Oh, komm schon. Mit der Turmuhr steht für Zeit. Ich würde sagen 12.25 Uhr. LOL. Protokoll, Landetrop, Engel, das ist doch alles Schwachsinn. Alles nur ein riesiges Schauspiel von Motherfbear. Niemand hilft uns. Motherfbear schert sich nicht um uns. Ich war so dumm, auf die sogenannte Erlösung zu warten. Ich bereue nichts mehr. Ich kann mich hier ausruhen? Okay, das geht. Armer, armer Kerl. Was gibt's denn hier oben? Polymer. Da ist die Halle der Aufzeichnungen. Wir sind fast da. Das sieht doch gut aus. So, das war also nur was zum Aufheben. Okay, verstehe. Ich glaube, das Spiel könnte mir gut gefallen. Ich darf halt nur nicht vergessen, rumzueiern. Weil ich will auf jeden Fall Final Fantasy VII Rebirth weiterzocken. Ich habe da jetzt beim letzten Sonntag, habe ich mir mal die Zeit genommen und habe alles mal ein bisschen zurechtgeschnippelt und auf YouTube hochgeladen. Und jetzt gibt es bis Mitte Mai ungefähr fast zwei oder bis Ende Mai sogar. Ich weiß nicht, ob ich Hinterhalt jemals brauchen werde. Äh,
Danach erfolgreich perfekten Ausweichen kontert und nach perfekten Ausweichen halte Viereck. Ja, probieren wir es mal, komm, warum nicht? Da geht's abwärts. Würde ich sagen. Na gut, dann muss ich ja hier lang. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber für mich sieht es so aus, als gäbe es ein Geheimnis. Ah. Ah, hier gibt's was, was mich erweitert. Okay. Etwas, was mich verbessert. Mögen deine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Okay. Panzerpaket. Ich kann noch die... Ja, keine Ahnung. Aber es wäre cool, wenn es da so eine Kawaii-Drohne geben würde. Naja, die... Mommy! Was wert? Oh, komm schon, renn ich nicht hier zurück. Danke. So, wenn ich noch ein so ein Ding finde. Dann habe ich mehr Lebensenergie. Das gefällt mir ganz gut. So, bevor ich jetzt hier weitergehe, gehe ich nach rechts runter. Da gibt es nämlich noch was zu finden. Memory Tower. Das ist ein Siegesdenkmal. Ja, für was? Die Halle der Aufzeichnungen ist genau darunter. Es war so klar. Lass mich raten, das ist jetzt bestimmt der richtige Weg. Es sieht aus wie ein Secret. Schockgranate. Das war Vita-Coin. Hier an dieser Ecke? Ich würde sagen eher falsch. Ach, schade, dass ich mit meinem Blade die ganze Scheiße nicht kaputt machen kann und mal reingucken kann. Möglich und theoretisch machbar wär's.
Oh, komm schon, ey. Warte mal, ich glaube, ich habe das Befürchtung, dass ich hier lang muss. Uns wurde gemeldet, dass der Fusionsantrieb leer ist. Artemis 132, durchsuche das Gebiet und sichere die Fusionszelle. Aufgeschrieben. Oh, das ist der Code für den Steuerungsraum. Artemis 49. Finde bitte eine Möglichkeit, Daten aus dem Archiv zu sichern und zu exportieren. Wenn wir Daten speichern können, können wir sie später wiederherstellen und erneut mit dem Netzwerk verbinden. Selbst mit Kopien. Ich habe die Daten gescannt. Okay. Sehen wir uns erstmal am Siegesdenkmal um. Ah, da soll ich also noch nicht weiter. Ich will gucken, ob ich hierhin was finde. Money, money, money.